Grüß Gott und willkommen bei Glaubenskompass. Mit Heiligen tun sich viele Menschen heute schwer. Zu tief verwurzelt ist der Gedanke, dass es sich dabei sozusagen um Übermenschen ohne Fehl und Tadel handelt. An der heiligen Crescentia von Kaufbeuren wird deutlich, was eine Heilige ausmacht und was sie den Menschen heute zu sagen hat. Schwester Ursula Maria Gruber vom Crescentia-Kloster stellt sie uns heute vor. Herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank. Schwester Ursula Maria, wir sprechen heute über eine Heilige, die wurde 1682 geboren. Was war das für eine Zeit und in welchen Verhältnissen ist Crescentia Anna aufgewachsen? Ihre familiäre Situation war sicherlich eine recht belastete, weil sie in einer armen Familie, in einer Handwerkerfamilie groß geworden ist. In dem zu Ende gehenden 17. Jahrhundert, die Stadt hatte damals etwa 2.500 Einwohner und sie musste erleben, wie groß auch die Konkurrenz in den Weberfamilien ist. Sie wird als sechstes von 8 Kindern geboren am 20. Oktober, Sie sagten das Jahr, 1682, und muss erleben, dass 5 ihrer Geschwister gestorben sind, also viel Leid auch in der Familie. Der Vater, wie gesagt, Weber, und die Mutter von Crescentia, von Anna, so der Taufname der Heiligen, versteht sich auf die alternative Heilkunst als Baderstochter und versucht einfach im Ehrenamt Gutes in der Stadt zu tun. Sie ist dann ins Kloster eingetreten und dafür gibt es ja verschiedene Gründe. Das war zu der Zeit ja manchmal ein Versorgungsinstitut. Aber sie, bei ihr war das anders. Sie hatte eine wirkliche Berufung. Ja, von Kindheit an ist Crescentia in ihrer Familie sozusagen mit dem Glauben ganz, ganz selbstverständlich groß geworden. Da gehörte in der Familie Höss, Alltag und Glaubensleben, Gebet, Gottesdienst, Besuch, das gehörte ganz selbstverständlich bei der Familie dazu. Und die Mutter Höss, die Lucia Höss, war immer wieder in dem Kloster der Franziskanerinnen und hat dort die kranken Franziskanerinnen behandelt. Und die kleine Anna ist sozusagen mit ihrer Mutter von Kindesbeinen an in das Kloster gegangen und hat dort gespürt, ja, wenn ich das so sagen darf, sie hat im Glauben wahrgenommen und gespürt, hier könnte mein Zuhause wohl mal sein. Dann dauert es natürlich einige Zeit, bis das möglich wurde, weil in dem Kloster, und das war jetzt nicht nur in Kaufbeuren so, es eine Selbstverständlichkeit war, dass die, die ins Kloster eintreten wollten, eine Aussteuer mitbringen mussten, um sozusagen für den Lebensunterhalt der Schwestern im Kloster, jetzt für Kaufbeuren gesprochen, zu sorgen. Und da wusste Anna, ich kann von meinen Eltern nichts mitbringen. Ja. Und da war also ganz klar, es wird ihrem Weg ins Kloster wohl noch einiges im Weg stehen. Und wie ist es ihr dann ergangen im Kloster? Eine existenzielle Berufung erlebt sie als 16-, 17-Jährige, ganz konkret dann auch bei einem Aufenthalt in unserem Kloster, muss aber da noch von ihren Eltern erfahren, eben wie gesagt, die Aussteuer ist nicht finanzierbar und zu ermöglichen. Und dann musste sie etwa 5 Jahre warten, bis der, und das war ein himmlischer Schachzug, wenn ich das mal so nennen darf, dass der evangelische Bürgermeister dieser Stadt die Familie kannte und dann ihr den Weg sozusagen freigeräumt hat für den Weg ins Kloster. Sie hat dann den Ordensnamen Crescentia erhalten. Ja. Wie ist es dazu gekommen? Das war damals üblich, dass die Ordensleitung oder die Oberin den Namen ausgewählt hat. Und sie bekam mit Aufnahme 1703 diesen Namen, der aus der lateinischen Sprache ist und in Übersetzung heißt die Wachsende. Das bedeutete für sie ganz klar, Weg im Kloster ist nicht als fertige Frau ins Kloster zu gehen, sondern einen prozesshaften Weg im Wachsen, im Glauben und auch in der Hinwendung. Das heißt ja, Christsein im rechten Sinne verstanden, gehört ja die Hinwendung zu Menschen dazu. Und wie hat sich dieses Wachsen ausgedrückt? Wie hat sich Crescentia entwickelt im Kloster?
Es war sicher zunächst mal kein leichter Weg, weil die Vermutung war, weil alle Plätze besetzt waren, der evangelische Bürgermeister da in Anführungszeichen die Hände mit dem Spiel hatte. Was will die denn eigentlich hier? Möchte die nur versorgt sein, weil ein Steinwurf weit entfernt die Armut in der Familie ist? Ihre Frömmigkeit war auch nicht unbekannt geblieben im Kloster. Was will die eigentlich hier? Möchte die versorgt sein? Und deshalb war ihr Anfangsweg im Kloster ein steiniger, weil natürlich auch die Mitschwestern sie zunächst natürlich beäugt haben und die Oberin natürlich auch erst ihren Gehorsam geprüft hat, bis hin zu uns auch bewahrten Erfahrungen, die sie im Kloster machen musste. Ja, der Heilige Vater nannte bei ihrer Heiligsprechung das Wort Mobbing. Ja, es heißt von ihr, sie sei stets geduldig, freundlich gewesen und gehorsam. Aber war denn da noch mehr? Sie war sicher ein sehr empathischer, feinfühliger Mensch, eine Frau, die, und das wurde dann auch im Kloster festgestellt, dass sie nicht irgendwie eine Abgehobene war, die immer nur fröhlich war und oberflächlich, sondern die Mitschwestern, auch die Oberin, es war dann nochmal ein Oberinnenwechsel auch, die sehr deutlich gemerkt haben, dass in dieser Schwester auch so etwas wie Visionen und Mystisches geschehen war. Das heißt, im tiefen Gebet, in der Stille Glaubenserfahrungen zu machen. Auch ein Kontakt, den sie hatte nach München zur sogenannten Lindmeierin, zur Begründerin des Karmeliterinnenklosters. Diese Frauen, eine im Alter wesentlich reifere und ältere Schwester und sie, die im Austausch miteinander standen. Und sie hat einfach mit ihr über auch geistliche Dinge sprechen können, sodass sie auch immer mehr so eine gesunde Standfestigkeit im Glauben gefunden hat. Und das war dann eigentlich so dieser Wachstumsprozess, der im Kloster wahrzunehmen war und dann auch immer mehr durch ihre Aufgaben, die sie im Kloster hatte, dann auch nach außen. Sie hatte ja einen regen Briefwechsel mit vielen berühmten Persönlichkeiten der Zeit, die sie halt beratschlagt hat. Was würden Sie als das Zentrum ihrer Spiritualität ansehen? Als Christin ihrer Zeit, und das ist die Botschaft für mich auch ein Stück für heute, wirklich ein geerdeter Mensch zu sein, also zu wissen, was sind Kontexte in unserer Welt, in unserer Zeit und ausgerichtet sein zum Himmel und da auch zu fragen, Gott, was möchtest du ganz konkret von mir? Und so war sie zielstrebig und trotzdem empathisch. Sie war ein toleranter Mensch. Sie war ein sehr verständnisvoller Mensch und ja, hatte, ich sage jetzt mal so, das Herz am rechten Fleck und konnte in einer wirklich, ich sage das nochmal, einer ganz empathischen, feinfühligen, auch humorvollen Weise mit Menschen umgehen. Also sie war nicht nur ein innerlicher Mensch, sondern sie hat das gut miteinander verbinden können. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Das ist gelungenes Christsein. Auch heute noch. Ja, auf jeden Fall. Also aus der Innerlichkeit heraus schöpfend dann in der Welt die Frau stehen. Die Frau stehen. Und dieser Ruf hat sich dann verbreitet. Es kamen alle möglichen Anfragen. Was waren denn das für Anfragen? Was wollte man von ihr? Sicher einmal so durch ihren Pfortendienst. Das war also, denke ich, eine Berufung für Crescentia, da für die Menschen da zu sein. Und zwar für Menschen allen Standes, von den Ärmsten bis zu den höchsten kirchlichen und politischen Würdenträgern, die zu ihr kamen. Und es waren Fragen, die ein breites Spektrum unseres Mensch- und Christseins ausmachen. Ob das jetzt Familienprobleme sind, Eheprobleme, wirtschaftliche Probleme, politische Fragen. Und Crescentia wusste, ohne eine große Schulausbildung zu haben, auf ihrem Weg mit Jesus Christus im Heiligen Geist darauf sehr klar und sachlich und doch ganz nah beim Gegenüber zu antworten. Und da, das sind also Beispiele wie die Kaiserin, spätere Kaiserin Maria Amalia, mit der sie Kontakt hatte. Da ging es also auch um
Regierungsthemen. Es ist bekannt, dass der Kurfürst Clemens August von Köln, der sich gefragt hat, ob er in einen Erbfolgekrieg gehen soll, der dann gesagt hat, Crescentia, Schwester Maria Crescentia, was raten Sie mir oder was rätst du mir? Und die ganz klar gesagt hat, Gott ist ein Liebhaber des Friedens. Also ganz, ganz schlicht und doch so prägnant, dass Menschen eine Kurskorrektur vornehmen konnten für ihr Leben. Sie war dann gegen Ende ihres Lebens noch für wenige Jahre Oberin ihres Heimatklosters. Konnte sie den Geist dieses Klosters in dieser kurzen Zeit noch prägen, bis auf die heutige Zeit? Das ist wunderbar, wie Sie das fragen. Ich denke ja. Also sie war etwa 3 Jahre Oberin von 1741 bis zu ihrem Tod. Was mich persönlich da sehr beeindruckt ist, dass nach all dem Leid, das sie erfahren hat, nicht gesagt hat, ich revanchiere mich, sondern sie ist uns auch bis heute bewahrt als eine, ich sage das jetzt ganz mutig, als eine traumhafte, wunderbare Oberin, die auch da noch mal, die auch ganz empathisch, sehr klar im Umgang mit den Schwestern war. Sie hat 34 Punkte sogar hinterlassen für den Dienst der Oberin, hat Wert darauf gelegt, musische Elemente im weitesten Sinne, es ging um Literatur, sie hat selbst komponiert und Lieder und Texte geschrieben, ja, gewusst, was gemeinschaftsstiftend ist, wusste aber auch, ich muss da ein Vorbild sein. Ja, also da, um da das so einige Punkte zu erwähnen. Viele Spuren hat sie im Kloster hinterlassen. Ja. Nun haben wir aber auch gesagt, die heilige Crescentia ist eine Heilige für unsere Zeit. Und das geht natürlich weit in die Welt hinein, über die Klostermauern hinaus. Wo konkret könnte sie denn heute für einen normalen Gläubigen ein Vorbild sein, eine Inspiration? Ich ergänze sogar so etwas wie ein Kompass sein, wonach können wir uns in der heutigen Zeit so ein Stück, nicht um sie zu kopieren, sondern um uns ein Stück vielleicht auszurichten. Ja, das ist einmal so ihr, ja, das, worin sie eigentlich heute auch verehrt wird als Heilige der Ökumene. Ja, auch das Zweite ist für mich so die Frage, wie lebe ich, wie leben wir, wie leben Frauen heute ihr Frausein in der Kirche? Und in der Kirche heißt für mich auch für die Welt. Und das Dritte, ist Crescentia uns, und davon bin ich überzeugt, dass es so ist, ein Vorbild für ein, ja, auch ein gelingendes Leben, Alltagsleben, aus dem Glauben. Also nicht ein bisschen Sonntagschrist sein und dann unter der Woche ist halt nur working, working, sondern wo verbinde ich in meinem Alltag mein Christ, mein Frausein mit dem Glauben? Also das finde ich, da ist sie großartig. Bis heute spannend. Also die Heiligen, das sind nicht nur Gestalten der Vergangenheit, sie wirken bis in unsere Zeit fort. Besonders gilt das auch für die heilige Crescentia. Sie haben sie uns heute ein wenig näher gebracht. Vielen Dank, Schwester Ursula Maria, für Ihren Besuch bei Kirche in Not. Ja, ich danke für die Einladung. Ich bin gerne gekommen. Danke Ihnen daheim fürs Zuschauen. Eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.